Aloha zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zur 75. Episode des My Career Mode. Genauso sieht's aus. Und jetzt sind's noch knapp 10 Tage bis zum nächsten Ableger. Heute ist der 29.09. und am 10. kommt ja 2K15 raus. Ich zähle schon die Tage. Bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze hier fügen wird auf meinem Channel, und die restlichen Folgen erwarten uns jetzt hier im My Career Mode, im My GM Mode und auch im My Team Mode. Wobei ich weiß nicht, ob noch eine My Team Folge kommen wird, bevor 2K15 draußen ist, aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Genauso sieht es auch im My GM Mode aus. Ich bin schon kopftechnisch und mentaltechnisch auf den nächsten Ableger vorbereitet. Also, ich weiß nicht, wie das Ganze hier weitergehen wird. Wie gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden und wir machen jetzt erstmal ganz ruhig, bevor ich hier irgendwelche Versprechungen mache, mit My Career weiter. 75. Episode, das Thema hatten wir schon, und es geht gegen die Thunder aus Oklahoma City, und diese Spiele versprechen ja meist extrem geil zu werden, möchte ich fast sagen. Und soll ich euch was sagen, dieses Spiel war genau eins von dieser Sorte, sehr viel Action hier drin, sehr viel Spektakuläres, und das Spiel an sich war auch sehr eng und von geilen Szenen geprägt. Und wir legen einfach mal los, 10 zu 13, also OKC ist mit 3 Punkten vor, bei noch 6 Minuten im ersten Viertel. Nutzt hier den Screen von Roy Hibbert und Westbrook wollte da noch in der Zone chargen, aber das Ding umgehe ich automatisch, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja so eine Animation in 2K. Mal schauen, ob das bei 2K15 immer noch so heftig ist mit den Animationen, dass man da drin gefangen wird und dann nichts machen kann. Aber wir machen erstmal weiter mit diesem heftigen Teil. Unglaubliches Ding da in der Luft. Das sah wieder aus wie so eine Art Luftkampf. Umgeh da noch den Block mit dieser heftigen Spanne und hau das Ding dann rein, wird auch noch gefoult. An der Freiwurflinie mache ich das Ding dann auch sicher rein mit A minus. Aber wir liegen mit 10 Punkten hinten, also das ist so der kleine Schandfleck an dieser Aktion. Aber trotzdem geiles Teil, und ich kann euch sagen, das war nicht die letzte Aktion. Wir bedienen hier Copeland in der nächsten Szene und von außen kann das eigentlich ganz gut. Du weißt es hier nochmal. 3 Punkte für uns, und natürlich warte ich dann hier im Passweg. Lamp fällt auf das Ganze rein und passt mal auf hier. Der Windmill Alley-oop Dunk meinerseits, also Stevenson auf mich, hat das Ding natürlich gefordert. Meistens wirft dann keiner zu mir, aber diesmal war ich so blank auf dem Fastbreak, da hat sich Stevenson seiner erbarmt. Schönes Teil, und wir konnten die Führung auf 6 Punkte runterbrechen. Hier geht's gegen Westbrook, ein Move nach dem anderen. Hab dann das Auge für meinen Shooting Guard Lance Stevenson, der da ganz geduldig am Perimeter gehockt hatte, und so kriegt er letztendlich den Ball in die Hand gedrückt und from downtown macht er 3 Punkte vor dem Halbzeitbericht, wo wir sehen 51 zu 59, also 8 Punkte Rückstand. Und als wir das dritte Viertel betraten, sah es auch nicht wirklich besser aus. 10 Punkte jetzt hinten, wir fangen an mit einem Pick and Roll. Mein Big Man, Roy Hibbert und ich, gewohntes Spiel, es funktionierte halt immer besser. Das ist ja schon in den letzten Folgen leicht aufgefallen. Aber es nützte nichts, denn OKC war anstrengend. Das kennt man auch so. Aber dieses Teil können sie nicht verhindern. Aus dem Stand in der Zone schaue ich mich hoch. West aus dem Post findet da mich höchstpersönlich, und ich glaube, das hatten wir auch noch nicht, dass ich so frei in der Zone mich hochschrauben konnte. Auch diese Szene ist ähnlich, cutte da rein in die Zone, im Endeffekt ist es dann nur ein harmloser Layup, aber die Punkte nehmen wir natürlich mit, besonders wenn Lamp dann dieses Teil hier so herschenkt. Und ich finde, das hier war ein ganz, ganz klares Foul, wird da glasklar unterlaufen, also in der Wurfbewegung gestört, die Punkte fallen trotzdem. Und dann stehe ich nochmal und pack einfach dieses Ding aus und ich raste vollkommen aus, guckt euch das an, feier mich selbst. Der Überkopf Tomahawk, den habe ich jetzt ganz brandneu in meinem Dunk Package, und so befinde ich mich an der Linie. Westbrook hatte sich noch beschwert, Durant musste ihn beschwichtigen, aber natürlich bringt das nichts. Leider Gottes waren die Thunder nicht aufzuhalten. Immer noch weiter vorn, schnapp mir erstmal offensiv Rebound, finde dann George, der da ganz engagiert in die Zone reinzieht, haut da noch alles um auf seinem Weg, und der Dunk
stopft sich ganz komisch noch in den Korb. Also Punkte für uns auf eine ganz komische Art und Weise. Und das Ballmovement stimmte eigentlich auch. Leider Gottes trafen wir viele unserer freien Dreier nicht. Aber wisst ihr was, wenn man mich unterm Korb hat, dann ist das egal. Ich schnapp mir hier den nächsten Offensiv-Rebound und Punkte dann mit einem Hookshot. Also es war, weiß ich nicht, das dritte Viertel war mein Viertel. Ich traf einfach von überall. Hier kommt der Dreier, 3 Meter hinter der Linie. 71-77 kam jetzt also ran durch die letzten 10. Aber OKC, ja, man kannte sie halt. Die ließen einen kurz ran und dann waren sie wieder weg. Hier nehme ich mal einen freien Pull-Up-Jumper. 73-79, das dritte Viertel ist fast um. Unsere Defense stand da eigentlich und auf dem Fast-Break ich gegen alle. 2 Crossover, dann der Eurostep behind the back in der Luft und George Hill, der auf der 2 eingesetzt war, trifft. Also 4 Punkte Abstand und dieses Zwischenergebnis hielt einigermaßen bis hierhin, stand insbesondere da Jeremy Lamb einfach nicht aufhören konnte, Turnover für sein Team zu produzieren, und so kann ich auf der anderen Seite den Reverse Clutch Dunk auspacken. Aber wisst ihr was? Oklahoma City Thunder, die rasteten dann einfach aus, 80-91, also komplett die Offense einmal angekurbelt, die Defensive wieder strikt angezogen und zack, so sieht's aus, 83-91, Westie mit einem 3-Punkte-Spiel, aber bei noch knapp 4 Minuten auf der Uhr und bei einem Zwischenstand von 83-95 gegen diese Thunder, ich weiß ja nicht, aber trotzdem, ich hatte noch Bock, ziehe von rechts, von der Baseline rein, in der Zone, es ist mir total egal, wer da stand, der nächste richtig geile Dunk. 10 Punkte lagen wir weiter hinten, hier spiele ich mal gute Defense, schnappen uns den Rebound, ich ziehe in der Offense ein bisschen nach, fordere den Ball hier von Lance Stevenson und so kann ich 3 Punkte pachten, 88-95. Aber das war wirklich die letzte Szene, nicht nur von mir, sondern vom gesamten Team, denn wir verlieren mit 11 Punkten Abstand. Ich würde sogar fast sagen, das war so der Durchschnittswert oder die Durchschnittsdifferenz zwischen uns und den Thunder. Also wir verlieren hier eigentlich unterm Strich verdient, bekommen zwar eine ordentliche Summe an WC, 2288, aber wenn die Thunder in 2K15 genau so penetrant eklig sind wie hier, mein Gott, da können wir unsere Rivalität einfach aufrechterhalten. Nein, Quatsch. Ein richtig geiles Spiel gegen die Thunder spiele ich gerne. Da muss man sich immer voll konzentrieren. Westbrook hier, wir sehen es im Spielbericht, mit 32 Punkten. Der erfolgreichste Scorer. Überraschend ist, dass Durant sich wirklich heftig zurückgehalten hat. Hat nur 6 Würfe genommen und davon die Hälfte reingemacht, 50%. 9 Punkte, dafür hat er 8 Dinger gepflückt. Ibaka mit einem Double-Double, also starke Teamleistung von den Thunder. Ja, und von der Teamleistung können wir bei uns einfach nicht sprechen. Hatte überhaupt keinen Support. Ich hatte 36 Punkte erzielt. Und der Einzige, der mir da halbwegs unter die Arme gegriffen hatte, war Paul George.